Muss ich von hier auf was schießen? Ich hab's doch gesagt. Das ist wieder irgendwo 100 Mal dran vorbeigelaufen. Besser. Quilo hat ja aber ganz schön Feuerkraft, wenn man bedenkt, dass es nur einen Haufen Müll zu bewachen gibt. Ja, weil es nicht nur einen Haufen Müll zu bewachen gibt. Boy. Gut, das ist wieder der Shortcut. Toll, jetzt habe ich es nicht gesehen, weil ich die Lösung gesucht habe. Das ist ganz einfach. Dieser kleine weiße Gang oben, den ich freigemacht habe mit dem Laserschwert, wo ich nicht wusste, was ich machen muss. Da konntest du vorne runter gucken und hast einen Kasten gesehen, den du abschießen musstest. Ja. Ja, das sieht nicht aus wie ein klassisches Mülltrennungs- oder Müllvernichtungs... Hallo? Ich habe eine Kugel aufgehoben. Keine Ahnung, was die macht. Cutscene. Alcatan? Lando, was machst du denn hier? Wonach sieht es denn aus? Ich sitze in einer Zelle und du? Urlaub. Bar. Du auch? Was will denn die Republik von dir? Eines seiner Schiffe war in einen Vorfall auf Artis Prime verwickelt. Hatte zu tun mit den Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen? Verdammt. Jetzt verstehe ich. Was? In den letzten Wochen hat ein Ring von Mineralschmugglern die Wolkenstadt auf Bespin infiltriert. Raffinierte Jungs. Sie hatten die Hälfte unserer Ladeplattformen und Carbonitkammern unter Kontrolle, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Niemand hat eine Ahnung, wer der Drahtzieher ist, aber anscheinend organisieren Relos Müllschlepper die Transporte. Ich bin hierher gekommen, um Relo davon zu überzeugen, den Namen seiner Auftraggeber zu offenbaren. Überzeugen? Ich kann ein ganz charmantes Kerlchen sein. Nach ein paar Schlägereien und Kartenspielen war ich immer noch nicht näher an Relo herangekommen. Aber ich hatte von einem mächtigen Hinterbliebenen namens Desan gehört. Dann wurde ich gefangen genommen. Desan? Sag ich der Jedi? Er ist ein dunkler Jedi. Dunkler Jedi. Er und die Hinterbliebenen haben kranke Experimente an Bürgern der neuen Republik durchgeführt und andere Dinge. Wie ich schon sagte, diese Verbindung zu den Hinterbliebenen macht Sinn. Die Schmuggler sind organisierter als der sonstige Abschaum auf Bespin. Es muss sich um Imperiale handeln. Wie die einfach keine Mundanimation haben. Einfach nur so ein... Du brauchst aber das Passwort, um in Relos Kommandozentrale die Zellen zu öffnen. Ja, wie ist das? Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Klar, es lautet Rotpil 2. Davon könnte ich jetzt ein Glas vertragen. Ja, ich auch. Ich bin gleich zurück. Kein Problem, ich warte so lange. Du gehst nicht weg, ne? Ihr habt den Wortwitz aber eben mitbekommen, oder? Das sind Mineralbanditen. Das sind ganz raffinierte Kerle. Da hat sich auch einer, der das geschrieben hat, richtig den Nacht. Der sagte, das war die geilste Entscheidung des Tages für ihn. Los, Kyle, hol dich hier raus. Muss ich ihn... Muss ich ihn erst befreien und den dann... Oh Gott. Ich bin erschrocken. Muss ich ihn jetzt erst befreien und dann den Typen töten oder andersrum? Weil... Mir fehlt hier irgendwie gerade eine Kontrolleinheit. Hallo? Ist da auch eine Tür? Ich hab. Wir gehen erstmal weiter. Was war da gerade aus? Genau, jetzt sind wir wieder hier.
Und da hochspringen konnten wir leider nicht. Wäre auch zu einfach, wenn das gehen würde. Was zum Kuckuck? Nacht. Diese Geschwindigkeit. Das war jetzt ein riesiger Umweg, ich weiß. Aber egal. Speichern, Passwort. Rotblitzwein. Super, der Bruder, Baba. Also die Kamera ist schon sehr tief aufgehangen. Okay. Ach, Kacke. Ach, komm schon. Geht doch. Ach, schade. Perfekt. Okay, da ist auf jeden Fall eine Kiste mit Munition. Eieiei. Das war eine doofe Idee. Kriegsbogenspanner. Was? Da lebt noch einer? Nein! Jetzt habe ich auch da keine Munition mehr. Ja, wunderbar. Sind wir wieder da angelangt? Okay.
Habe ich doch vorhin gesagt, ich muss mich entschuldigen, dass ich... ich habe nur nicht gesehen, dass man diesen Modus aufladen kann. Du und dein... Ja, ich und mein Stormtrooper-Aim. Ach, was zum Kuckuck, du willst mich verkackeiern. Hier, fang. Hä? Ernsthaft. Schau mir in die Augen, Baby. Da, was? Doch. Mal die Waffen mitnehmen für ein bisschen Muni. Thermaldepot. Ja, kann man machen. Ich wollte die. Oh Gott, jetzt ist dieser Falter in meine Hand geflogen. Hier, Freunde. Jetzt ist er weggeflogen. Gott. Da kann man sich schon erschrecken bei. Das ist eine stabile Scheibe, lol. Möchte ich nicht mehr festhalten. Der Falter bekommt im Oktober Horrormonster nochmal seinen Auftritt. Da freue ich mich ja jetzt schon nicht drauf. Kann ich mir noch mal angucken, wo ich herkomme. Kontrollpunkt. Endboss. Also Bossfight. Er ist weg. Suche mir etwas. Jetzt nicht mehr. Sie sind Relo Baro? Leibhaftig, aber wer sind Sie? Macht das einen Unterschied? Nicht wirklich. Irgendwelche letzten Worte. Was macht ein respektabler Gangster wie Sie mit einem schleimigen Hinterbliebenen wie Desan? Gegner. Mein Gurke! was kommt denn jetzt? Was passiert eigentlich, wenn ich stehen bleibe? Nicht schlecht, mein Freund. Das ist überhaupt nicht nervig, das Geräusch.
Überhaupt nicht. Es wird schon weniger. Es wird schon weniger. Dein Kartoffel-Aim ist auch gut. Gut. Zum Glück ziehen die genauso gut. Baby! Ja, die Kanonen waren tatsächlich beschissen. Sorry, das war ungerecht. Die treffen besser. Ich finde es ja schön, dass du den selber abschießt, da den Kumpel von dir. Und jetzt? Jetzt muss nur noch ein Monster kommen. Das fehlt eigentlich immer bei sowas. Munitioner. Wie geht's dir, Gurke? Was macht die Umbau-Geldverdienerei? Wie auch immer. Komm her. Was? Was? Du warst doch derjenige, der das erzählt hat, meine ich. Dass du irgendwo was am Verkabeln bist und dafür Geld kriegst. Oder bin ich jetzt am Kopf gefallen? Es kann sein, dass ich am Kopf gefallen bin. Hallo, mein König? Rilo will sich aber auch nichts entgehen lassen. Ja, natürlich, das ist mein Job. Wie kann ein Rodianer von der Größe einfach so verschwinden? Ach, und plötzlich war da eine Wache? Was kommt da jetzt raus? Genau, was so nebenbei. Ron, deswegen meine ich ja das nebenbei. Das normale ist ja. Hallo. Lendo ist frei. Was du normalerweise machst, hauptberuflich, war mir ja bewusst, sondern es ging mir um das Nebenberufliche. Also es ist ein Aufzug, sieht aus wie Treibsand. Damit holt man den wieder. Rancor fehlt doch noch. Rancor. Jetzt hat Putzer drin und 10 Tagen geht's weiter. Also quasi fast fertig. Ich hab keine Ahnung. Hauptsache, da ist, schießt noch einer. Weiß der Kuckuck von wo? Was war da oben los? Ich bin mit Rilo zusammengestoßen. Hat er dir irgendwas über den Schmuggelring erzählt? Wir haben uns nicht so lange unterhalten. Das ist richtig. Verstehe. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Mein Schiff ist ganz in der Nähe versteckt. Wo ist deins? Rilos Leute haben es inzwischen wahrscheinlich schon in seine Einzelteile zerlegt. Wo ist Jan? Jan ist dieses Mal nicht dabei. Ihr beide habt wieder gestritten, was? Na komm, nee. Du kannst dir auf Bespin ein paar Blumen kaufen. Das kannst du so oder so machen. Kann man ja auch auf Grab legen, ne? Okay.
Da lang? Da ist ein Aufzug. Naja, meine Stats werden nicht besser. Hui. Also da würdest du, glaube ich, das Dreifache von deinem Körpergewicht wiegen. Bei der Geschwindigkeit, die der hochfährt. Und Angriff! Ich glaube, es liegt in dieser Richtung. Das ist schön. Ich hole mir erstmal Munition. Bei meinen massiven Beinen kein Problem. Trotzdem ist das unangenehm. Wenn du im Aufzug steigst und plötzlich wiegst du 250 Kilo. Entschuldigung. Was ist da passiert? Niemals gleich deadliften. 250 Kilo. Captain Obvious ist wieder da. Du bist gestorben. Ach. Ich schubse jetzt erstmal jemanden. Schubs. Der war nie weg. Reifen sind schön. Reifen sind toll. Ah, da ist ja mein Baby. Ja, ich hoffe, die haben sich gut um sie gekümmert. Ich brauche nur eine Minute. Das ist ein großes Schiff. So, ich bin mal raus für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Siavo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis Mittwoch vielleicht. Einen starken Fangstrahl aktiviert. Damit würde ich klarkommen, aber das löst noch nicht das Hauptproblem. Zur Startrampe ist verschlossen und sie werden drücke beide Finger, wenn wir höflich darum bitten. Du musst die Flugsteuerungszentrale finden und die Tür zur Startrampe öffnen. Du machst dich besser gleich auf den Weg. Ich schätze, dass wir uns hier in Kürze auf Besuch einstellen können. Viel Glück, Heil. Danke, Lando. Dann ab die Post. Da hinten ist eine Tür, die wir nur mit dem Lichtschild aufmachen können. Kyle, ich habe die Energie für die Halterungen gesperrt. Sie ach, hier sind wir wieder. Überraschung erleben, wenn Sie versuchen, diesen Fangstrahl einzusetzen. Aber das sind Versicherungen, die ich manuell abschalten muss. Ich melde mich, wenn ich dort bin. Viel Glück. Das klang gerade wie die Stimme aus dem Lied, die mit dem roten Halsband. Okay, da habe ich jetzt keine Stimme im Kopf. Kyle, was machst du? Wie sieht's aus? Sieht nicht so aus, als könnten wir einfach wegfliegen. Das Schiff ist. Der sagt am Anfang vom Lied: Hallo, Arbeit. Was? Fangstrahl aktiviert. Hallo, liebe X-Freunde. Ich guck weiter, muss noch was für die Arbeit machen. Alles klar, Goku. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Langsam sprechen. Geht das auch? Mach nicht mehr so viel, wir haben es schon spät. Danke, Lando. Hui. Wir machen die Tür mal auf. Für den. Ich habe F9 gedrückt. Wie sieht's aus? Nicht so aus, als könnten wir einfach wegfliegen. Das Schiff ist mit Magnethalterungen befestigt und dazu haben sie noch einen starken Fangstrahl aktiviert. Damit würde ich klarkommen, aber das löst noch nicht das Hauptproblem. Das wäre so eine verschwendete Energie, wenn die ganze Zeit so ein Fangstrahl eingeschaltet wäre. Du
Muss die Flugsteuerungszentrale finden und die Tür zur Startrampe öffnen. Du machst dich besser gleich auf den Weg. Ich schätze, dass wir uns hier in Kürze auf Besuch einstellen können. Viel Glück, Hal. Danke, Lando. Bye, bye, Lando. Bye, Lando. Bye, Lando. Oh. Für diese Referenz schäme ich mich schon ein bisschen. Aber seien wir ehrlich, das passt sehr gut. Bailando, bailando. Das wird ein Granatenwerfer. Einmal außen rumrennen, offensichtlich. Das ist ein riesiger Aufzug. Könnte optisch ein riesiger Aufzug sein. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Tolle Wurst. Hier haben wir nichts. Der ist sehr weit weg. Bist du eine Hexe-Datei? Ich würde dich nämlich gerne ausführen. Boah. Boah, der ist schlecht. Oh Gott. Das ist ein schlechter Witz. Aber ein Informatiker-Witz. Deswegen hat er ein bisschen Respekt verdient. Der war noch im Petto. Den hast du gerade noch gefunden. Man sieht so viel. Also nicht. Ich geb dir nur Informatiker-Witze. Das wusste ich noch nicht. Was war das denn jetzt? Wand laufen. Da sollte ich schleunigst einen Zip-Pyjama für meine Frau finden. Warum? Willst du die immer angezogen haben? Oder fürs Entpacken? Nee. Damit du sie entpacken kannst? Okay. Gut. Dann habe ich den Dollar verstanden. Ach, leck mich doch am Zuckerli. In der Ansicht ist das deutlich einfacher. Jetzt bist du raus, dann nochmal eine wunderschöne gute Nacht, Gurke, und mach nicht so lange.
War's das jetzt? Ich glaube ja. Gut, aber was genau? Können wir nichts mitmachen. Rot und grün? Ne, rot und blau. Das ist ein Geheimnis. Ein Versteck. Volles Leben. Bagdad-Tanks sind auch voll. Joa. So, die Frage. Da drüben ist nichts. Bei denen können wir nichts machen. Darüber springen bringt auch nichts. Landos Schiff, die Lady Lucky finden. Naja, wo die war, wissen wir ja. So, die Tür geht nicht auf. Mach doch mal den Assassin's Creed-Moment, mein Lieber, hier. Schade. Kein Assassin's Creed-Moment. Ans Fenster springen, eher unwahrscheinlich. Darüber springen, eher unwahrscheinlich. Komm zurück. Ach, so ein... Die desintegrieren hier einfach. Tja, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir herkommen. Und das sind die großen Türen, wo die hinter ist. Ist wieder der Raum. Ich habe die Energie für die Halterungen gesperrt. Sie werden wohl eine Überraschung erleben, wenn Sie versuchen, diesen Fangstrahl einzusetzen. Aber das sind ein paar Sicherungen, die ich manuell abschalten muss. Ich melde mich, wenn ich dort bin. Viel Glück. Ja, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Gehen doch jetzt wieder zurück. Geil, Vorsicht. War das der Punkt, den wir machen mussten? Dass der einmal mit uns quatscht? Das ist gesperrt, weil wir hierher kommen. Geistestrick haben wir jetzt freigeschaltet. Okay. Was ist das da unten? Das ist ein Terminal.
Müssen wir erst nochmal zu den Sicherungen darauf? Na komm. Ach. Das ist die Sicherung? Nope. Geistestrick. Das juckt auch keinen. Kriegen wir mit dem Geistestrick die Tür auf? Wie viele Wege führen nach Rom, aber die Frage ist tatsächlich, kann man da irgendwo rüberspringen? Die Plattform sieht sehr weit weg aus. Ja, und wenn man nicht springt, dann ist sie noch weiter weg. Das ist zu weit weg. Zumindest ohne Jump Tricks oder was auch immer, was es da gibt. Es fängt wieder an, Leute. Das ist deutlich näher. Bring doch! Okay, nee, das scheint auch nicht zu klappen. Ja, während du läufst, werde ich das bestimmt nicht machen. So. Wow! Das war ein Schuss, ne? Nicht, dass das was bringen würde, aber... Ja. Bin wieder mal mit meinem Latein am Ende. Was nicht ungewöhnlich ist, weil ich Latein nicht kann. Ich... Keine Ahnung. Zurück können wir nicht. Irgendwo nach unten auf eine Plattform. Da kann man nicht wirklich hinspringen, das ist zu weit innen. Schießen interessiert ihn auch nicht. Oh, die Tür geht nicht auf.
Und warum man wieder zurückgehen kann, das stellt sich mir als Frage auch gerade irgendwie. Könnte man denn noch hingehen? Ist hier irgendwo ein Raum? Der Raum ist neu. Was auch immer das hier für ein Raum ist. Schildenergie groß. Hallo? Da drin ist es sehr dunkel. Und Elektrofernglas. Das N gewesen für Nachtlicht. Offensichtlich nicht. Die Nachtsicht? Nee, oder? Never. Siehst ja trotzdem nichts. Jetzt müssen wir ernsthaft nachgucken, wo die Nachtsicht war. Tastenkürzel, nee. Inventar vor uns zurück. Das funktioniert ja super. Ja. Das war's. Ziffernblock. Der sehr logische Taste für mich. Also ohne Batterie kommt man hier niemals durch. Keine Kanonen töten oder besiegen. Das geht leider nicht. Na komm her.
Da hinten ist wieder einer mit so einer blöden Kanone. Erstaunlich präzise die ganze Zeit wieder. Was? Einmal desintegrieren den Freund hier. Immer noch nichts. Besser. Warum bin ich so ein schlechter Schütze? Das ist so traurig. Das ist wieder ein Granatenwerfer. Mal konzentrieren. Die halten verdammt viel aus. Also wirklich viel. Was mich tatsächlich aus dem Aim bringt, ist, dass bei der kleinsten Bewegung das fliegt ja nicht gerade, sondern der fliegt immer in so einem Bogen. Der fliegt immer seitlich mit. Das ist total störend. Ganz davon abgesehen, dass sie immer noch nicht gerade ausschießen, die Waffen. Okay, wer schießt da noch? Irgendwer schießt da, aber der ist verschwunden. Der scheint da nicht hier rumzustehen. Ah.
Gut. Ach, das kann durch den Boden schießen. Natürlich kann das durch den Boden schießen. Warum sollte es das auch nicht können? Danke, Kyle. Ich sollte jetzt durchkommen. Keine Ursache. Jetzt? Da ist jemand drinne. Knappe Kiste. Macht denn der Geistestrick? Keine Ahnung, ob den das jetzt einfach nur kurz stoppen lässt. Also wie sonst dann? Ja, lässt es. Einfach mal kurz stunnen. Das ist praktisch. Das ist nix. Gute Arbeit, Kyle. Sieht aus, als hätten wir jetzt Zugang zur Startrampe. Ich bereite schon mal das Schiff vor. Ich treffe dich dort. Alrighty. Ach, hier sind wir. Ach so. Ich nehme die Tür da unten nicht auf. Das ist ja mal ein Witz. Beiden leuchtenden Knöpfe da, die kommen mir immer noch nicht koscher vor. Da wird es noch was geben. Das ist die Landerampe. Yes. Hey Kumpel, gut, dass du es geschafft hast. Leider haben sie das Schiff nicht aufgemacht, aber das dauert nur ein paar Minuten und dann sind wir weg. Wir haben Gesellschaft. Auf zum Schiff. Ja. So, ich bin mal weg. Viel Spaß noch. Alles klar, Martin. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Heißt das, sie müssen hier rein? Meint er das? Lauf zum Schiff. Nice. Das ist sie nicht. Wusste, dass das jetzt wieder eine doofe Idee war. Aber ich dachte, er zieht tückt nicht so schnell die nächste. Die nächsten? Ich hab noch nicht geschossen. Je. Yeah.
Hilft der uns dann, oder? Nee. Er bewegt sich einfach eine Zeit lang wie so ein Roboter. Wo sind die anderen? Wieder sagen, wir schießen, aber das klappt ja auch nicht besser. Gut geschossen, Partner. Ich weiß. Hauptsache hier ist Schild, was ich nicht aufgenommen habe. Komm, 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 komm. Jetzt hätten wir... Ach du liebes... Ach, Lando, warum tust du das? Mehr Lando. Jetzt weiß ich, warum ich bei diesen Spielen nur Online-Multiplayer gemacht habe. Wo ist Lando jetzt? Du stehst da mitten im... Ja, jetzt mal ohne Witz. Jetzt mal... Der wirft diese Granaten ja wie Konfetti. Das kann doch nicht der Ernst sein. Lauf zum Schiff. Eingestellt für Karneval. Ja, so fühlt sich das auf jeden Fall an. Und jetzt? Hä? Was war das? Oh je. Wir haben hier ein Problem. Was soll daran neu sein? Bringt kein Treibstoff über die Leitung. Sie müssen das Ventil der Haupttanks geschlossen haben. Versuch, ob du da draußen das richtige Ventil öffnen kannst. Sie benutzen ein... Versuch, das Richtige zu erwischen. Und vergiss nicht die Steuerung für das Dach. Sie müssen hier auch irgendwo sein. Ja, mach das, mach dies, tu dies, tu das. Ich verstehe schon. Eigentlich soll ich alles machen. Thank you.
Komm her, mein Freund. So, was müssen wir jetzt machen? Mir schwant Übles. Dachsektion öffnen, Treibstoff in das Schiff pumpen. Ja, mir schwant, dass wir draußen jetzt zu dem Kasten müssen. Da oben drauf. Schauen wir mal. Tatsache, dass jetzt wieder Gegner hier rumhantieren, bestätigt meine Gedanken, glaube ich. Jetzt mal ohne Witz, wo ist der? Ich mir jetzt erst angucken müssen. Wo ist der denn? Also er wirft auf jeden Fall sehr zielrichtig auf uns drauf, aber wo ist er? Wo sind die? Das ist nicht der. Das ist wieder richtig lustig. So, mein Freund. Finden wir auf dem Ventil hinten Zeichen. Ja, toll. Kreis, das, X. Hier stehen alle Zeichen. Hier stehen auch alle Zeichen. Auf dem angeschlossenen ist dieser Kreis drauf, rot. Müssen wir denn... Ne, da können wir nicht die Macht benutzen, also... Den können wir aber verschieben. Das, was wir machen, ist kurz speichern. Was haben wir denn hier? Ist immer gut. Das war schon mal einer. Jetzt musst du noch den anderen Teil öffnen. Okay. Wenn du das sagst, Lando, dann glaube ich dir das mal. Ach, wir sind jetzt hier. Eieiei. Ist denn da wieder so eine Bodenklappe, wo wir durch können? Wahrscheinlich nicht, weil das wäre zu einfach. Sagen wir das gleiche, wäre zu einfach. Das rote hatte... Was steht hier für ein Symbol drauf? Da ist der Kreis drauf.
Einfach mal merken. Ach, ist doch nur eine Klappe. Ja, und hier ist eigentlich jedes Symbol drauf, was man haben kann. Das heißt, wieder alle Mittelknöpfe und dann den an der Wand. Perfekt. Ja, ich weiß. Den holen wir jetzt. In die Richtung. Dann. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo die Granatenwerfer sich verstecken. Ich weiß nur, dass sie nervig sind. Ach, das war so klar. Jetzt ist tatsächlich immer noch die Frage, wo sind die? Nein, ach, zum Kuckuck noch eins. Ein falscher Schritt und das war's. Da geht's ganz knapp nicht drauf. Geh mal ganz kurz nach hier und... Einer weniger. War es nur einer oder waren es zwei? War nur einer, glaube ich. Kann's einer glauben? Das Level ist gleich zu Ende hier. Raus aus dem Planeten Doom. Wir können verschwinden. Oh. Das klingt gar nicht gut. Das glaube ich nicht. Das ist nicht meine Schuld. Oh oh, wir haben Gesellschaft. Jedi. Dunkle Jedi. Doom spielt doch immer auf dem Mars. Nee, spielt Doom nicht. Doch nicht. Doom spielt doch in der Hölle teilweise, oder nicht? Schnapp dir besser die Waffe und halt sie auf. Ich habe das hier am Handumdrehen erledigt. Okay. Peng peng, piu piu. Das ist die Waffe? Ah. Was? Das war jetzt erstaunlich einfach. In Ordnung. Sag Lebewohl zu diesem verdorbenen Haufen und guten Tag zur Wolkenstadt. Brauchst du Hilfe? Entspann dich ein bisschen. Ich arbeite einen Plan aus, wie ich Desan und seine Freunde von den Hinterbliebenen aus meiner Stadt bekomme. Okay. Dann schlafen wir mal. On the fly. Wenn ich genauer darüber nachdenke, Oh!
Kyle, wach auf. Das ist so eine geile Synchro. Nein, Jen. Kyle, bist du in Ordnung? Ist schon okay. Gut, als du geschlafen hast, habe ich den Stützpunkt der neuen Republik auf Sallust angefunkt. In der Vergangenheit waren sie nicht sehr interessiert an unserem kleinen Schmugglerproblem, aber nun, da sie wissen, dass die Hinterbliebenen dahinter stecken, werden sie munter. Eine Einsatztruppe sollte in wenigen Stunden auf Bespin eintreffen. Nein! Ich dachte, du wärst glücklich, dass... Desan wird ihnen entwischen. Dann schnappen wir ihn uns eben später. Desan ist nicht so wichtig wie die Ordnung in der Stadt. Jan ist tot, Lando. Desan und sein Speichellecker haben sie umgebracht. Oh, es tut mir leid, Kyle. Okay, okay. Wir werden Folgendes tun. Ich setze dich auf den unteren Ebenen ab. Es wimmelt dort wahrscheinlich von Truppen der Hinterbliebenen, also sei auf der Hut. Die Chance natürlich ist günstig, dass Desan von einer der Frachtrampen über Ebene 10 aus operiert. Um dorthin zu gelangen, benötigst du den richtigen Zugangscode. Versuche, Carbonitkammer Nummer 17 zu finden. Ich habe dort eine alte R5-Einheit versteckt, die über die Codes aller Laderampen in der Stadt verfügt. Du hast schon immer für den schlimmsten Fall geplant. Jedenfalls nach meinem Zusammentreffen mit Vader. Ich werde mich nach oben begeben und ein paar alte Freunde von der Sicherheitstruppe zusammentrommeln. Das Gesicht. Wir dann von oben entgegen. Und Vader? Wenn wir Glück haben, kriegen wir das an. Er hat Vader gesagt? Wow, 30%. Wir steigern uns. Cinematic. Die Wolkenstadt ist schon ein geiles Konzept. Muss man ja sagen. Wir machen mal einen Hard Save. Oder 10.